die ganzen Probleme. Der Golf 2 hat Probleme mit Start. Adam hat Probleme mit der Hitze. Ich habe Motorschaden. Läuft doch. Geiler Samstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es Geballer. So, wir haben einmal den Adam mit den A3 mit 700 PS. Dann haben wir mein Audi A3 mit ca. 600 PS. Aber das kann sich heute mal ändern. So. Und dann haben wir noch ein krankes Auto. Ein VR6 Turbo mit 1200 PS. Lass das mal durch die Zunge ziehen. 1200 PS. Und dann haben wir noch ein Lambo von Donkey Deck. Der fährt gerade vorbei. So, genau. Wir sind auf dem Flugplatz und wir werden heute nur ballern. Nur ballern. Geradeaus durch 1,2 Kilometer geradeaus. Ballern. Was das Zeug hält. Der dreht durch da hinten. Muss man aufnehmen. Der dreht durch. Wir machen uns erstmal startklar und dann fahren wir gleich. Dann gibt es gleich nur Geballer. Tom und Benny, die machen die Reifen drauf. Die brauchen nicht Semi-Slicks, die brauchen Morgen-Slicks. Noch vor 2 Wochen Motorschaden gehabt, hat nochmal 100 PS draufgeschlagen hier. So kannst du. Natürlich haben wir ein kleines Problem. Jeder hat hier das Feinprogramm im Steuergerät und alles hat natürlich der Donkey Tech gemacht. Und jetzt geht er bei einem Autos rein und programmiert nochmal. Also er hat viel zu tun, Leute. Ich wollte gerade fahren und dann habe ich natürlich ein bisschen Gas gedrückt und habe leider Lagerschaden gehört. Also habe ich einen Motorschaden erlitten. Schon wieder. Vielleicht ein paar neue Lager reinstecken. Lager kostet erstmal nicht viel, ne? Ja. Neues Öl drauf und probieren. Wenn es hält, ist gut. Wenn nicht, dann musst du halt wirklich nochmal machen. Aber Probierspiel ist auf jeden Fall schon ärgerlich. Steckst du nicht drin? Ja. Das passiert jeden Tag. Passiert. Ja. Ach, alles gut. Ich schräg mich auch nicht hoch. Motorschaden hin oder her. Kommt wieder. Fahren wir gleich einmal mit runter mit Adam und mit Donkey Tech. Dann können wir mal eine Lambo mitfahren. Adam macht so hier so Probe, guckt, ob alles in Ordnung ist, ob Wasserdruck, Öldruck, alles da ist. Und jetzt werden die auch nochmal ballern, ein paar Runden. Jeder ist heute am Ballern, ne? Außer wir. Ja, aber da hat er noch. Das war 721 PS. Adam Kaminski. Ja, alles klar. Ja, wir hatten auch zu viel Sünde gehabt. Ja, ja. Jetzt alles raus. Wappel, stell dich gut am Bein rein.
Also Ladeschlauch ist abgeflogen. Wir müssen jetzt den Ladeschlauch einmal drauf klatschen und danach geht's weiter. Und dann fahren wir noch einmal. Okay. Man kann das auch noch nicht so fest. Nein. Ja, auch hier immer, ne? Ich hab den. Das war der einzige, den ich festgezogen hatte. Jeder ist am Basteln, am Tun. Ja, und dann wird wieder gedrückt. Dann kommen wir wieder, dann wird wieder gebastelt, dann wird wieder gedrückt. Die ganze Zeit so hier. Daniel, was haben die da gemacht? Junge, die haben mir einen dicken Sack hier drauf geklebt. Auch noch auf meinen. Am Endrohr hier. Warum da? Weil das da. Ey, dann ist hier drauf, Mann. Dicker Sack. Aber passt zum Lambo eigentlich. Dicken Sack. Ja, sicher passt das. Ja. Vorne hat er das ein halbes Jahr gefahren. Spoiler muss das hier oben drauf. Bis Anna das gemerkt hat und gesagt hat, Junge, mach das da weg. Leon auf Darmstadt. Ein geiler Tag. Leider ich mit Motorschaden. Adam hat ein bisschen Probleme mit dem Wasser. Sonst ist alles gut gelaufen. Nächstes Mal bauen wir das so, dass wir keinen Lagerschaden haben. Besseres Öl nehmen oder was auch immer. Aber das passiert halt. Ist so. Das gehört dazu. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Tutzi. Bis dann. Haut rein. Ciao.